Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Layers of Fear 2. Heute geht es weiter, heute ausnahmsweise nicht im Pausescreen, weil ich muss hier was nachspielen und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie weit ich schon nachgespielt habe. Ich weiß, wir haben die Szene hier gesehen, als der Vater hier mit den Karten gesessen hat. Das haben wir uns auch schon angeschaut. Und ich weiß jetzt nicht, also hier, das haben wir da drauf gegeben, aber ich weiß noch nicht, ob wir das jetzt auch gemacht haben schon. Oder ob ich genau hier gestoppt habe. Alter, es ist schon ein bisschen creepy, dass dieses Teil so aus der Ecke da in die, auf die Wand fliegt. Aber ich weiß, es fliegt nicht, es krabbelt an der Wand seltsam. Irgendwie ganz unheimlich auf jeden Fall. Okay. I told you to hide it. I told you to keep it safe. How could you let him take it? It's all we have left of her. Oh, nee, das hat you have to find it. You have to take it back. Wir müssen find it. Bring it back. Find it! Bring it back! Find it! Bring it back! Okay. Find it! Bring it back! Das ist das, was der Vater wollte. Ja. Find it! Bring it back! Ja, ich bring's hier schon back. Jetzt alles wieder gut. Okay, wir haben den Mund und wir haben die Karte. Oh, und jetzt müssen wir wetten, wir. Alter, dieses Geräusch außerdem. Was passiert eigentlich, wenn wir das machen, wenn. Okay, wir können es nicht machen, während es runtergeht. Ich dachte, man kann es vielleicht auch, wenn es da oben in der Ecke chillt, machen. Aber ich glaube, da kommen wir nicht ran. Nee. Schade. Gut, und jetzt. Falsch. Alle falschen Tasten drücken. Jetzt haben wir die Karte. Das heißt, an Ace up my sleeve. Wir erinnern uns. Ist alles, was der Vater braucht. Neben der Therapie, würde ich sagen. A lucky break. An Ace up my sleeve. That's all I need. Was passiert, wenn wir jetzt die Karte damit verwenden? Können wir nicht. A lucky Alter! An ace up my sleeve! That's all I need! Okay, das hat mich jetzt ein bisschen erschrocken. Ja, dann bitte. Moment, aber wir müssen ihm das geben. A lucky break! An ace up my sleeve! That's all I need! Okay. A blackened heart, uprooted by tragedy, skewered by pain. That's all you've ever given me? That's all you were ever good for? Oh, what the fuck? Ich nehme das sicherheitshalber wieder mit. Nicht, dass wir das nur brauchen. Können wir... Ne, die Karte kann ich nicht mehr mitnehmen. Okay. Aber da mir diese Welt... Also da hier ist mir diese Sepia-Welt lieber als diese farbige, aber doch irgendwie unheimliche. Alter, da ist eine Silhouette da drin. So eine Kindsilhouette. Das ist nicht mein... Oder ist es mein Spiegelbild? Ich glaube, es ist mein Spiegelbild. Okay, müssen wir jetzt nochmal in die Welt. Find it! Bring it back! Find it! Bring it back!
Ja, ich mach schon. Alter, ich mag das nicht, wenn ich hier angeschrien werde. Ah ja. A und B zu tun. Wir haben jetzt... Okay, wir können das nicht returnieren. Kommen wir jetzt wieder da raus? Ich denke nicht. Ich schätze mal, wir müssen in dieser Welt hier durch, oder? Nee. Ist einfach creepy shit. Okay. Okay, ist immer noch zu. Ich bin jetzt echt ein bisschen überfragt. Ich meine, eigentlich, es schaut so aus, als würde ich jetzt hier weiter können. Das hat sich ja auch geändert. Aber sonst hat sich halt nichts geändert. Hier drin ist jetzt auch nichts, oder? Nee. Nee, hier war nichts und hier ist jetzt auch nichts. Es muss irgendwas in dieser Welt sein. Bring it back! Es muss irgendwas hier sein. Find it! Bring it back! Ich kann damit nicht interagieren. Find it! Bring it back! B. Ratte. Ja, dann würde ich sagen, ich mache hier einen kurzen Cut und wir sehen uns in einer Sekunde wieder, wenn ich herausgefunden habe, was zur Hölle ich hier tun soll. Das hier ist ja in beiden Welten nicht vorhanden. Ja, ich habe, wie gesagt, keinen blassen Schimmer. Ich würde sagen, kleiner Cut, wir sehen uns gleich wieder. Find it! Bring it back! Mir sticht nämlich nichts irgendwie heraus, was ich tun soll, tun kann. Ich komme hier auch nicht auf den... Find it! Bring it back! Ich kann hier auch nicht wirklich eine Treppe oder sowas bauen. Oder aus dem hier. Komm hier nicht hoch, komm hier nicht hoch, komm hier nicht hinter. Ich würde mir halt denken, dass ich hiermit jetzt noch interagieren kann. Oder hier mit diesem Spiegel. Find it! Bring it back! Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Wir sehen uns in einer Sekunde wieder, wenn ich die Lösung nachgeschaut habe. Okay, ich habe jetzt die Lösung nachgeguckt und ich bin mir nicht so richtig sicher, ob ich jetzt ein bisschen wütend sein soll, dass ich es nicht gesehen habe oder ob es wirklich so beschissen ist, aber ich habe das nicht gesehen. Da liegt so ein Teil zu den Füßen von denen. Ich habe sogar auf die Decke geschaut, aber nicht am Boden. Okay, immerhin. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder zu dem anderen, weil da war so eine Statue, beziehungsweise so eine Puppenhalterung hier. In der Welt mit den Karten. Und das jetzt ergibt es auch Sinn. Das ist das, wo hier steht. Find it! Bring it back! Bring it back ergibt da jetzt auch Sinn. Das ist alles, was wir von unserer Mutter noch haben. Find it! Bring it back! Keep her close to your heart. Don't let her be forgotten. She gave everything for you. Prove that it was worth it. That you weren't a mistake. Okay, das ist jetzt doch noch ein bisschen tiefgründiger, als ich dachte. Jetzt komme ich doch garantiert hier rein, oder? Nee. Jetzt muss ich wahrscheinlich wieder zurück. Oder? Oder muss ich jetzt hier mit irgendeiner von diesen Kisten interagieren? Ich habe halt nicht weitergeschaut in der Lösung. Vielleicht passiert ja echt was.
Oh ja. Oh nee. Oh nee. Jetzt muss ich das an dieses gruselige Bild da oder Fernseher oder Spiegelfernseher. Weak, useless, no good to anyone. It's like I was never there. It would have been better if I was never there. Okay, also das wirkt jetzt schon sehr harsch und richtiggehend deprimierend. Das heißt, wir sind wahrscheinlich doch der kleine Junge, oder? Oder sind wir doch die Schwester und wollen jetzt hier... Ich weiß es noch nicht. Wir sind definitiv einer von beiden. Aber wer? Keine Ahnung. Ich frage mich, was dieser Geheimraum hinter dem Spiegel auch soll. Ich habe eine dunkle Vermutung. Oh, jetzt sind wir wieder hier. Oh, und jetzt? Okay. Das Schiff segelt weiter hier zum Ding. Okay. Ja, ich watch einfach nur. Aber es passiert hier nicht sonderlich viel. Es sind 5 Frames, oder? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Es sind 5 Frames. Sehr geil. Let's go. Father will be leaving the projection room soon. Oh, nee. Basement, Untergeschoss, ja. Ich würde sagen, fucking Keller des Grauens. Awaiting. Was auch immer das war, was vor, also letztes Mal durch die Fenster geschaut hat, wird jetzt wahrscheinlich auch noch da sein. Oder vielleicht ist es sogar jetzt in person da. Okay, es lädt wieder. Okay, alles klar. Hier ändert sich nichts. Okay, das ist jetzt was anderes. Vorher waren hier doch so hier Pipes, so Rohre. Und jetzt ist hier auf einmal ein Minispiegel mit diesem Mund. Vor allen Dingen, das schaut nicht so geil aus, dieser Mund. Das schaut aus wie richtig heftige Klauen. Es erinnert mich ein bisschen... Es erinnert mich ein bisschen an den Wendigo aus Until Dawn. Hallo? Ja, sicher. Okay, jetzt ist hier auch zu wie die Küche. Dann werden wir uns doch noch... Oh nein. Ja, ja. Gefällt mir alles nicht. Wir werden vielleicht doch noch mal überall hinkommen. Mir gefällt das so absolut nicht. Vor allen Dingen, dass wir jetzt ins Basement müssen. Ich warte nochmal, weil ich glaube, der war gerade zweimal hintereinander. Ja. Huh. Da ist irgendwas Großes, Böses.
Gefällt mir nicht. Weg hier. Oh nein, hier ist schlecht. Okay. Was ist? Oh. Mein geliebter Ehemann. Der Doktor sieht meine Aussichten verhalten optimistisch. Er fürchtet, dass die Schwierigkeiten, die ich bei Lilis Geburt hatte, nun zu gewissen Komplikationen führen könnten. Dennoch glaubt er, dass ich durchaus imstande bin, ein weiteres Kind zu bekommen. Und mit dir an meiner Seite glaube ich das ebenfalls. Ich muss zugeben, dass die Schmerzen in letzter Zeit stärker geworden sind, aber ich wage es nicht, mich zu beschweren. Verglichen mit dem, was du durchgemacht hast, ist mein Leiden kaum erwähnenswert. In ewiger Liebe... Unlesliche Unterschrift, okay. Lilis Geburt, also... Bei Lilis Geburt, Schwierigkeiten. Aber dann, das müsste ja heißen, dass sie die Jüngere ist, oder? Da ist ein Tresor. Ja, sicher. Und da ist genau das Vieh. Und jetzt hin. Was ist das? I think Flower's been trying to fix his Alcamba. One of the few things he still can. Okay. Das Radio lasse ich mal, ich will da nicht. Oh nee. Gut, ich gehe nur mal ganz kurz aus Interesse hier lang. Hier war ja auch eine. Hier ist kein Fenster, oder? Ja. Alter, dieses Monster oder was auch immer. Ich frage mich ja, was das soll. Ist das ein Sturm oder. Die Küche ist auch immer noch dicht, okay. Ja, dann haben wir wohl keine andere Wahl. Der motherfucking Keller. Okay. Bitte komm nicht hier runter. Hier sind hoffentlich keine Fenster. Alter, die Tür. Wie die auf. Das hört sich an, als wäre hier unten doch ein Fenster. When the world becomes too cruel, we look for a place to hide. The dark can be many things. Nee. Alles cool. Erstmal nicht den creepy Puppenkopf aufmachen oder anfassen. Oh, hier ist das Gemälde. Ich kann nicht mehr zumachen. Ah doch. Ich lasse mal offen. Ich weiß nicht, ob vielleicht ist das ein Fluchtweg oder so. Nee, wir wetten, wir müssen das Teil da reinlegen. Es bleibt mir nichts anderes übrig, oder? Ah, fuck. Hier ist auch nichts mehr. Jetzt schaue ich mich mal genau um, weil ich will das echt nicht, aber... Alles. Jetzt haben wir so einen Kackpuppenkopf im Inventar. Ja, sicher. Ich will hier nicht sein. Okay. All can be hell. It is whatever you make it.
Nee. Hallo, bist du noch da? Wie wär's, wenn du wieder rauskommst spielen, weil das da hinten schaut noch ein bisschen gruseliger aus. Meint, hab ich da nicht gerade was gesehen? Meint, ich hab da doch gerade was gesehen, oder? Da ist doch was. Da ist doch was. Nee, hier ist aber nicht. Scheiße. Da ist doch was. Nee, aber ohne Spaß, da war doch gerade irgendwas in der Ecke, aber... Ja, genau. Ja, nee. Ja, muss ich da. Nee. Alter, ich soll jetzt ernsthaft... Ich mein, hallo? Ich will wenigstens hier Collectibles dafür haben. Achso, das ist gar kein Monstermaul, das sind nur so Dinger. The dark can be a silent place. Silence can be empty. Alter, hier ist so creepy. Was ist das gerade für ein Sound? Warum hat der auf einmal... Das gerade hatte doch keine Löcher im Kopf, oder? Und nee, sag nicht, die werden immer mutierter, oder? Das ist nicht nur die Glühbirne. It can speak volumes. It is whatever you make it. Wie wär's, wenn Collectibles und nicht so viel Grusel wär's? Sind noch nicht fertig. Und jetzt geht's weiter, oder was? The dark can be a lonely place. Nein! Okay. Achso, das ist so wie eine Geisterbahn hier. Alter, was auch immer gerade passiert ist, war nicht cool. Alter, und hier ist so fucking finster, man sieht halt so gut wie nix. In dem Spiel ist meine Face... Solitude can be a sentence. In dem Spiel ist echt die Facecam das hellste. Alter, die werden immer hier abgeschlagener und so. Und entstellter und so. Okay. Wenn das jetzt nochmal kommt, renne ich wieder zurück. Fuck it. Nee.
Ich will hier nur ein paar so hier Slides, Gemälde, eine Tonrolle. Wie wär's? Finde ich gar nicht cool, dass der Rückweg übrigens schlimm ist. Wummern hier wird immer lauter. Oder Wummen, Surren, Brummen, wie auch immer. Der dritte. Alle guten Dinge sind drei, oder? It can be a companion. It is whatever you make it. Alter. Das kann doch alles nicht wahr sein. Ich will ja ehrlich gesagt der Story folgen, aber das ist so schwierig, wenn hier so fuck abgeht. Da fand ich What Remains of Edith Finch viel geiler, weil das war zwar auch ein Walking Simulator mehr oder weniger. Nicht negativ gemeint, so wie das ist. Also, dass halt man aus ein paar Sachen interagieren, man nicht viel machen kann. Aber da habe ich mir nicht in die Hose geschissen. Ich muss mir erstmal kratzen, hier juckt's überall. Ich weiß nicht, ob das die Gelsen sind, die überall hier sind, weil Sommer oder. Sometimes it's better to hide, to let the dark in. Okay, hier musst du irgendwo ein Collectible. Ein Collectible sein. Better to hide. Ach so, weil der jetzt sich hidet, oder was? Hier muss doch irgendwo was sein. Ich will ehrlich gesagt nicht hier. Ist nur leider kein Collectible. Wir haben sicher schon so viel verpasst und ich suche die ganze Zeit, weil ich mich ablenken will. Du fallst auch ab, oder? Das ist doch der letzte und deswegen ist passiert irgendein Bullshit, wenn ich den jetzt hier nehme. Oder? Gut, der schaut noch. Die schauen alle nur so ein Ticken schlechter aus als der davor jeweils. Nee, ich heide. Ich heide auch. Okay. Oh, father's coming. Quick, get in. No, please. I said, get in. Okay, neue Theorie. Okay, neue Theorie. Unsere Schwester ist das Monster. Oh ja. Alter, ja, mit solchen Tricks wird hier gearbeitet. This land is a wonder to be sure. But how will I ever get home? Home? Now, why'd you want to go to such an awful place? Wondrous Voyage. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das alles von Shakespeare ist. So wenig kenne ich von dem jetzt auch nicht. Okay, hier ist Ende. Aber das ist fies, dass so ein Plakat hinter einem Jumpscare versteckt wird. Okay, aber zwei Plakate, ein so ein Teil.
Gefühlt hätten wir schon viel mehr finden müssen, aber ich weiß halt auch nicht, wie lang das Spiel noch ist. Es kann sein, dass wir nicht mal bei der Hälfte sind, obwohl wir mitten in Akt 3 sind, weil der letzte Akt zum Beispiel einfach so ewig lang wird. Oder wir hier in tatsächlich jedes Zimmer noch müssen. Wir sind wieder hier, okay. Was hat das jetzt eigentlich gebracht? Oh nee, sag nicht, das soll irgendwie bedeuten, dass unser Vater sich irgendwie eine neue Frau... 4 neue Frauen wollte er sich suchen und keine hat... Oder... Ich weiß nicht. Also symbolisch würde ich jetzt sagen, dass der Vater sich 4 neue Mätressen, Freundinnen oder wie zugelegt hat nach dem Tod seiner Frau. Wie sich das aktuell alles anschaut. Oh. Eine Hydra und ein Schatz. Okay, ich weiß, woher wir, glaube ich, unsere... Hush, it's already started. Woher unsere Besessenheit herkommt. Und wisst ihr, was ich auch wette? Moment, sind da unten... Ja, es sind nicht die Plakate, die wir bis jetzt gesammelt haben. Wetten wir, wir kommen... Nachdem wir alle Räume fertig gemacht haben, oder einer der Räume, wahrscheinlich der letzte, in den wir rein müssen, ist der, der dann hier so reinführt. Und dann gibt's eine Standpauke vom Vater und dann... Come on! He'll get mad if we're not back before him. Weil ich meine, es ist hier relativ eindeutig, meiner Ansicht nach, dass der... Aber deswegen glaube ich halt nicht, dass es so sein wird, dass der Vater das Monster ist. Ich glaube nicht, dass das so sein wird. Das wäre ein bisschen zu offensichtlich. Also es ist wahrscheinlich entweder die Schwester oder irgendwas, was noch mit dem Schiff zu tun hat. Weil ich glaube, das hier ist jetzt wirklich eher eine Exploration von dem, was vergangen ist. Und hat mit dem, was dann in späterer Folge passiert ist, nicht viel zu tun. Oh. What is that thing? I thought I knew, but now I'm not sure. Oh, Jimmy. It has to take shape in your head first. Otherwise, it'll just stay formless. Gestaltlos? Okay, das ist jetzt... Das schaut nämlich zum einen so aus wie das Monster, was auch Sinn ergeben würde, wie hier... Das heißt, wir sind doch mit höchster Wahrscheinlichkeit der Junge. Und ich... Außerdem, nicht nur das ausschaut wie das Monster, als Puppenform, sondern... Es muss Gestalt annehmen, erinnert mich jetzt auch sehr stark an Forme den Charakter. Er muss irgendwie Gestalt annehmen oder sowas. Nein, 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 nein. Nein, nein. Ja, ja. Mir gefällt das so überhaupt gar nicht. Dass hier oben übrigens nie was ist. Alter, ruckel, ruckel. Ich warte übrigens immer, bevor ich mich bewege, bis das Monster hier gebreathed hat. Weil ich ziemlich Schiss habe, dass da irgendwann mal... Oh, was nicht Gutes passiert. Mein geliebter Ehemann. Ich schreibe dir diesen Brief mit zittrigen Händen. Ich kann nicht in Worte fassen, wie glücklich ich bin, endlich von dir zu hören. Als ich von dem erfuhr, was geschehen war, wurde mir bange ums Herz. Es war, als wäre mein Leben von einem schrecklichen Schatten verdunkelt worden. Aber jetzt, da ich weiß, dass du noch unter uns bist, ist dieser Schatten verflogen. Auch wenn es mich schmerzt, von deinen Verletzungen zu hören, so bete ich... dass dich die Tatsache tröstet, dass du hier sein wirst, um die Geburt deines zweiten Kindes zu bezeugen. In ewiger Liebe. Und bei der Geburt des Jungen, ist sie dann gestorben
Und er war im Krieg, deswegen 1944 wahrscheinlich. Vielleicht war er am D-Day und deswegen haben wir diese Obsession mit Schiffen, weil unser Vater wahrscheinlich ständig von Schiffen erzählt hat. Und er ist beim D-Day verwundet worden und ist dann nach Hause gekommen und seine Frau ist mehr oder weniger in seinen Armen dann verstorben, oder? Also es würde mich sehr wundern, wenn es nicht so ist. Hier sind wir noch zu. Oh, hier können wir jetzt rein. Okay, erstmal gehe ich unten runter. Zuerst aber wird das Monster hier kommen, oder? Ja, ja. Jetzt frage ich mich kurz. Okay, hier ist jetzt zu. Okay, interessant. Also nicht unerwartet, oh, aber interessant. Goddamn bastards. I gave them everything. And what do I get in return? A bloody piece of rust! Er war sicher Soldat und hat dann irgendwie keine gute Pension bekommen oder halt keine Abfindung dafür, dass er Kriegsverwundeter war. Weil er halt quasi wahrscheinlich nur ein paar Tage gekämpft hat und dann am Ende... Naja. Ich bin mir relativ sicher, dass es so ist. Wenn nicht genauso, dann zumindest sehr ähnlich. Hier ist immer noch nichts. Irgendwann wird hier was sein. Ich meine, hier unten ist ja regelmäßig was. Okay, kommt er jetzt oben oder kommt er... Kommt da, oder? Ja. Dann gehen wir hier hoch. Gut. Also Kinderzimmer. Achso, hier. Genau. Oh. Okay, also diese Obsession mit Piraten ist definitiv was Längerfristiges gewesen und mit Schiffen. Vielleicht habe ich mit den Schiffen und dem D-Day nicht ganz 100% richtig gelegen, aber dass er irgendwie Soldat war und verwundet wurde, hat der Brief meiner Ansicht nach gerade bestätigt. Und dass hier Lily und dann hier erst James gekommen ist. Lily und James, also es sind halt so generische Namen, dass sie mir halt irgendwas sagen, aber auch in der Verbindung. Aber nur ich weiß nicht, ob das in dem Spiel schon mal irgendwo war. Vielleicht auf einer der Tonrollen. Wie dem auch sei, ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn wir hier das Kinderzimmer und dann wahrscheinlich auch den Rest des Hauses erkunden. Und vielleicht stelle ich mich besser an wie bei dem Rätsel am Anfang. Ich habe es zwar für euch rausgecuttet oder zusammengecuttet, aber ich habe da knapp 15 Minuten an dem allerersten Rätsel gegangen. Nur als Info. Falls ihr euch gefragt habt, warum so seltsame Cuts da auf einmal drin waren. Jetzt wisst ihr es. Wir sehen uns nächstes Mal wieder bei Let's Play Layers of Fear 2. Bis zum nächsten Mal, sage ich. Tschüss, Leute.